Draußen ist es kalt, es liegt Schnee, Winter ist da, Weihnachten steht vor der Tür und da gibt es für mich 10 Level bzw. Abschnitte in Videospielen, die mich ziemlich in Winter- oder Weihnachtsstimmung bringen und um welche es da genau geht, seht ihr gleich. Platz 10. Wer die Hölle aus Eis, dann wäre es bestimmt diese Eishöhle aus Battletoads, denn die ist sehr fies. Man rutscht ständig weg und es lauern allerhand Gefahren. Man muss wirklich auf Zack sein, dass jeder Sprung muss sitzen, jede Attacke muss sitzen und jeder Gegner ist nur darauf aus, dir das Leben zur Hölle zu machen. Allein schon am Anfang die Schneemänner haben schon so ein Muster, wenn man das nicht sofort raus hat, kann man es vergessen. Aber für mich ist es einer meiner liebsten Battletoads Level, da es einfach so ein richtig schönes Trial and Error Gefühl hat. Daumen nach oben! Platz 9 ist die Ice Cape Zone aus Sonic the Hedgehog 3. Da gilt so das gleiche wie für Battletoads, nur ist es ein bisschen besser sogar, finde ich noch. Also vor allem der Sprung von 8 auf 16 Bit macht halt immer viel aus. Und bevor man diese Höhle betritt, kommt Sonic auf einem Snowboard daher und man fährt einen Hügel runter. Leider hat man darauf keinen Einfluss, also ich hätte gern noch so eine kleine Sequenz vor der Höhle gehabt, wo man eben mit dem Snowboard ein bisschen noch rumfahren kann. Aber sei es drum. Es bringt trotzdem ein schönes Gefühl rüber. Oh, schaut mal, da ist noch Schnee, bevor wir in diese Eishöhle gehen. Und was für mich dieses Level besonders noch macht, beziehungsweise Aktzone in Sonic, heißt ja immer ein bisschen anders. Hey, wir sind Sega, wir müssen alles anders machen. Auf jeden Fall, das Musikstück ist so richtig geil. Das erinnert mich so schön an vergangene Weihnacht, Winterabende aus den 90ern, da das Lied einfach wie pure 90er klingt, so richtig. Wie nennt man jetzt das Zeug aus den 90er? Eurodance? Genauso klingt es nämlich. Platz 8 ist die Schlacht von Hoth von Shadows of the Empire für das Nintendo 64. Ich habe damals damit die erste Star Wars Erfahrung im Videospielbereich so richtig gehabt. Und mein Gott, hat mich das umgehauen, endlich dieses gigantische Ding nachzuspielen, denn das Imperium schlägt zurück ist mein Lieblings-Star Wars Teil. Und endlich konnte ich es nachspielen, denn ich liebe diesen Schnee-Eisplaneten. Hat richtig Spaß gemacht, dieses Level. Also das habe ich damals unzählige Male gespielt und spiele es jetzt auch immer noch gern, da es immer noch gut funktioniert. Klar ist es ein bisschen minimalistisch, wenn man jetzt dieses neue Star Wars Battlefront anschaut, aber lieber zocke ich das alte und habe ein vollwertiges Spiel. Ha, EA! Ne, auf jeden Fall, wenn ich das spiele, habe ich selbst Lust, irgend so ein Tauntaun, hießen die Reittiere, glaube ich, selbst eins aufzuschlitzen, um drin überleben zu können. Aber gut, das klingt jetzt ein bisschen krank. Platz 7 sind die Snow Lanes aus Kirby's Epic Yarn oder beziehungsweise Kirby und das magische Garn, wie es ja hier heißt. Ich weiß, dieses Spiel mögen viele nicht aufgrund des Artstils, des fehlenden Schwierigkeitsgrades, aber ich finde es richtig schön zur Entspannung, denn alles zu sammeln kostet wirklich Anstrengung und kann auch fordernd sein. Auf jeden Fall, diese Schneelevel sind so schön. Denn man hat alles, was einen so an Winter und Weihnachten erinnert. Es macht einfach nur Spaß, das alles zu erkunden, da alles so schön verspielt aussieht. Also kann ich echt wärmstens ans Herz legen, genau wie das ganze Spiel. Springt mal über euren Schatten und gebt der Sache eine Chance. Und vor allem die Musik wieder. Mein Gott, Videospielmusik kann so schön sein. Würde man diese Musik aus diesem Spiel auf CD machen, gibt es bestimmt irgendwo, und egal auf welcher Bescherung ihr das abspielen würdet, jeder würde denken, das ist die perfekte Weihnachts-CD. Platz 6 ist Cool Cool Mountain aus Super Mario 64. Meine erste Berührung mit einem 3D-Schneelevel. Klar ist diese Welt ziemlich klein, aber trotzdem gab es viel zu erkunden. Man hatte gleich am Anfang diese Hütte. Hütten-Gaudi kann man sagen. Ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall kann man ja durch den Kamin rein und dann hat man schon mal dieses Rutschding mit dem Pinguin und das hat auch schon richtig Spaß gemacht. Dann musste man noch den Schneemann zusammenbauen, geheime Sterne finden und meine Lieblingsaufgabe war, dieses Pinguin-Baby zur Mutter zu bringen. Denn es gab ja zwei Babys in diesem Level. Eins war das falsche und eins das richtige. Und seid mal ehrlich, ihr habt genau wie ich mindestens einmal beide Pinguine für das Level runtergeworfen. Lügt nicht. Platz 5 sind die ersten drei Level aus der fünften Welt von Yoshi's Island. Denn die fangen ganz normal an, man marschiert und instant kommt ein Schneesturm.
und verwandelt eben alles so richtig schön in den Winter. Dann geht man erstmal wieder in eine Höhle, die aus Eis ist und alles. Man kommt raus und dann ist auch schon der Boden bedeckt mit Schnee und ab da an ist Winter pur angesagt. Später gibt es auch noch diese Passage mit Skifahren und die mag ich ja echt gern, denn ich mag so diese Slowenfahrten aus Donkey Kong Country und wenn sich Sachen daran orientieren, haben sie bei mir schon gewonnen. Und das ist so richtig schön auch verspielt, denn ich mag diesen Artstil von Yoshi's Island allgemein gern. Das Einzige, was so immer hier ein bisschen für mich die Winterstimmung einbricht, ist, wenn das Baby zu schreien beginnt, aber das ist ja dann mein Fehler. Und was mir hier ein bisschen fehlt, ist ein einzigartiges Musikstück. Klar, der Soundtrack aus Yoshi's Island ist richtig geil, aber so ein einzelnes Stück, das so ein bisschen diese Winterlichkeit untermauert, hätte nicht geschadet. Platz 4 ist das Schneelevel aus Ninja Turtles 2 für das NES. Was verbinde ich damit? Nostalgie? Mein Gott, hat das Spaß gemacht. Denn endlich konnte ich quasi mein Lieblingsding überhaupt, Ninja Turtles. Wer mich schon länger schaut, weiß ja, Ninja Turtles stehen bei mir ganz oben im Kurs. Und endlich hatte ich davon auch ein Winterlevel. Und dann weiß ich echt noch, als Kind saß ich da, hab gezockt. Unterm Schneelevel denke ich mir, da liegt Schnee, schau aus dem Fenster, bei mir liegt auch Schnee. So unrealistisch sind Spiele gar nicht. Aus heutiger Sicht natürlich richtig dumme Logik, aber mein Gott. Ich war ein Kind und würde es wahrscheinlich heute immer noch so sagen. Auf jeden Fall macht das Level echt Spaß. Es gibt wieder Schneemänner, die einen ans Leder wollen. Bei dieser Topliste habe ich echt gemerkt, Schneemänner in Videospielen sind nie was Gutes. Und am Schluss wartet Thora auf dich, ein Eisbär mit Lederjacke, der so dieses typische Bebop Rocksteady Aussehen hat. Aber es macht Spaß, gegen ihn zu kämpfen. Schade, dass es sein erster und letzter so wirklicher Auftritt im Ninja Turtles Universum sein. Rest in Peace, Thora. Platz 3, jetzt sind wir bei Diddy Kong Racing. Da hätte ich diesen ganzen Snowflake Mountain nehmen können, da er einfach so richtig geil ist. Aber ich habe mich entschieden für die Strecke Frosty Village. Denn was das für mich besser macht als die anderen Strecken, es ist nachts. Ich finde, Winter und Weihnachten ist am schönsten nachts. Denn man liegt am Sofa, schaut vielleicht irgendeinen gemütlichen Film, es ist warm, man trinkt heiße Schokolade, stopft sich den Magen mit irgendeinen Süßigkeiten-Scheiß voll und draußen leuchtet alles schön. Und genau das, diese Strecke, ich will immer das Level sagen, mein Gott, diese Strecke spiegelt das wunderbar wider. Man hat auch drei Häuser, als Kind dachte ich immer, das wäre halt so der Christkindlmarkt in Diddy Kong Racing, war es aber nicht. Aber mein Gott, es sind drei Häuser, die leuchten, mehr brauche ich nicht, im Dunkeln, mehr brauche ich nicht. Auf jeden Fall macht diese Strecke immer wieder Spaß. Diesen Snowflake Mountain spiele ich echt so gut wie jedes Jahr in der Weihnachtszeit mal. Ja, der muss sein, der muss sein. Platz 2 ist ein Level-Abschnitt. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es gibt nicht nur Level, sondern auch Abschnitt in Videospielen. Denn es geht um den Winter in Harvest Moon. Mein Gott, ist der idyllisch. Ich liebe ihn. Ich habe jetzt vor kurzem wieder auf der Virtual Console Harvest Moon gekauft. Und rush ein bisschen durch zum Winter. Klar tue ich auch alles perfekt machen mit Ernten, Viecher und so. Denn ich will ja im Winter nicht ohne alles dastehen. Aber trotzdem freue ich mich auf den Winter. Ich bin jetzt schon fast im Herbst, bald ist es soweit. Und es macht einfach Spaß, in Harvest Moon den Winter zu erleben. Es wirkt so schön idyllisch alles. Alles ist mit Schnee bedeckt. Man hinterlässt Fußspuren, was ja damals auch nicht so der Standard war. Man bekommt im ersten Winter sein Pferd. Hat zwar nicht so viel Sinn, dieses Tier. Also im Spiel, aber mein Gott, nice to have. Und für mich macht einfach den Winter in Harvest Moon zu erleben, ist für mich, war damals sogar eine der schönsten Spielerfahrungen, die ich je hatte. Und die muss aufrechterhalten bleiben. Platz 1, was soll es anderes sein, außer Banjo-Kazooie. Und jetzt kommt der Zungenbrecher wieder, Free ZZ Peak müsste es heißen. Und hier gibt es alles, was für mich Winter und Weihnachten ausmacht. Man fährt Schlitten, man besorgt drei kleinen Kindern Geschenke, man hat eingeschneite Häuser, man hat die schlimmsten Schneemänner als Gegner, die man haben kann. Da sind wir wieder beim Thema böse Schneemänner. Man dekoriert einen Weihnachtsbaum, man fliegt durch den Stern, der am Weihnachtsbaum hängt. Man sieht Geschenke, man hat einen riesen Schneemann mit Schal, Zylinder. War es ein Zylinder? Ich glaube ein Zylinder. Und der Pfeife. Man freundet sich mit einem Walross an, also alles, was für mich Weihnachten ausmacht. Ja, das Walross vergessen wir jetzt mal, das fiel mir jetzt erst im Nachhinein auf, dass das eigentlich keinen Bezug für mich zu Weihnachten hat. Aber vielleicht ab diesem Jahr. Auf jeden Fall, wenn es um Winter und Weihnachten geht, echt trocken hier mein Heiß. Wenn es darum geht, geht es für mich nichts Besseres als dieses Level.
Man könnte zwar immer diesen aktuellen Spielstand laden und einfach reingehen in das Level, aber mir macht es halt am meisten Spaß, wenn ich von Anfang an anfange, das erste Mal in das Level reingehe und alles wieder sammeln kann, alle Aufgaben machen kann. Aber es ist halt immer ein mühseliges Stück, da hinzuspielen. Aber wenn ich da bin, war es es wert, denn besser geht's nicht. Das waren meine 10 liebsten Level- und Spielabschnitte, wenn es um Winter und Weihnachten geht. Ich hoffe, mir fällt ein kürzerer Titel ein dafür, denn sonst wird der Videotitel ziemlich lang. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann bei meiner Top 10 Spiele über den Frühling. Nee, da finde ich, glaube ich, echt nichts. Aber vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, lasst einen Daumen. Nee, mit so einem Scheiß fange ich nicht an. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch bittastische Weihnachten.